Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge in FIFA 18 Ultimate Team. Heute wollen wir uns mal die letzten zwei Squad Battle Rewards von mir anschauen. Die habe ich nämlich aufgespart, weil es letzte Woche nicht so ein gutes Team of the Week gab. Diese Woche ist das schon ganz anders. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar nicht so groß, dass man da wirklich einen guten Inform zieht, aber ich hatte schon in den Squad Battle Rewards einen Once to Watch und einen Inform schon mal drin. Das heißt, das ist durchaus positiv, was man darüber sagen kann. Die Rewards sind ziemlich gut dafür, dass man eigentlich nicht so viel Aufwand hat. Das ist das aktuelle Team der Woche. Ich finde alleine Hummels oder Origi, den würde ich gerne mal spielen. Das wäre schon ziemlich cool. Ich kann euch gleich gerne nochmal meine Mannschaft zeigen. Radetzky wäre auch nicht so schlecht, wobei den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber da gibt es natürlich auch noch Spiele wie Salah, Mbappé, die ordentlich was wert sind. Das hier ist so in etwa mein Team, womit ich immer spiele. Das ist jetzt natürlich ein bisschen rotiert, weil ich ein volles Bundesliga-Team habe und daher eigentlich kaum Fitnesskarten brauche, weil ich einfach immer durchtauschen kann. Ich würde mal schätzen, die wertvollste Karte ist einfach James Rodriguez. Once to Watch von 155.000 hat er mich gekostet und ist es auch absolut wert, finde ich, in der Once to Watch Version. Kann auf jeden Fall in den nächsten Wochen ein paar Infos bekommen, würde ich mich jedenfalls sehr darüber freuen. Ansonsten ist das, glaube ich, nicht so viel wert, das Team. Werner ist eine ziemlich starke Karte, muss ich sagen. Wobei alle Statistiken, die ihr seht, die sind offline gespielt, weil ich im Moment eigentlich fast gar nicht online spiele. Denn die Squad Battle Rewards, die sind so gut, dass man eigentlich davon auch sich ein richtig gutes Team zusammenbauen kann. Und deswegen machen wir heute auch 9 Sets auf. Davon sind das zweimal die Squad Battle Rewards, dann noch ein paar SBC-Sets und Vorbesteller-Sets, meine ich auch noch. Also dieses Jumbo Premium Gold Set ist, glaube ich, ein Vorbesteller. Ansonsten sind das SBC-Sets oder zweimal von den Squad Battle-Sets, also einmal Squad Battle Elite 3, einmal Elite 2. Macht insgesamt 9 und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was wir hier drin haben. Ich weiß gar nicht, was diese Megasets für einen Wert haben. Ich glaube 35.000. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir fangen am besten einfach mal mit einem Jumbo Premium Gold Set an und hoffen, dass wir irgendwie was Gutes drin haben. Also ein Inform wäre ganz nett oder das reicht ja auch erstmal. Ein ganz normaler Spieler, ein 83er Plus ist er schon mal, Messi ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist ein 83er. Immer wenn der Argentinier kommt, denkt man natürlich Messi, aber Gaitán ist jetzt für den Beginn erstmal nicht schlecht. Ich meine, wir haben dann noch deutlich bessere Sets, glaube ich. 2 Spieler von Atletico Madrid würde ich gerne eintauschen gegen Griezmann, aber ich befürchte, dass wir den heute nicht ziehen werden. Ansonsten ist hier eigentlich nichts Wertvolles drin. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum zweiten. Ich glaube, wir machen mal das nächste, das Premium Gold Set auf. Was, glaube ich, am wenigsten wert ist. Das ist, glaube ich, ein ganz normales 7,5K Set. Deswegen erwarte ich dann nicht mal, dass das ja ein Brettspieler wird. Und das wird es auch nicht. Es wird noch nicht mal ein seltener Goldspieler. Deswegen kann ich das eigentlich mal überspringen. Lohnt sich nicht anzuschauen, weil es kann in keinem Fall irgendwas Wertvolles sein. El Amadi und San Maxima von Nizza. Also nicht so gut bisher, aber da hat man auch wirklich nicht viel von erwartet von diesem Set. So, wir können als nächstes ja mal ein Mega-Set aufmachen. 7 insgesamt haben wir noch 30 Objekte, 26 Gold, 18 seltene. Davon haben wir noch ein seltenes Mega-Set auch noch. Mal schauen, ob es hier irgendwas Gutes gibt. Immerhin schon ein Brettspieler. Vielleicht ist es diesmal auch was Besseres. England. Oh, ich habe gedacht, das wäre Eriksen. Nee, Eriksen kann es ja gar nicht sein. Ist ja England. Dele Alli auf jeden Fall. 84er, ich glaube, damit kann man ziemlich zufrieden sein. Der ist, glaube ich, ein bisschen was wert. Kann man mal direkt nachschauen. Okay, kann man, glaube ich, mal so verkaufen. 26.000. Ich glaube, damit kann man leben. Selbst wenn das das Beste ist, was man in den Squad Battle Rewards zieht, dann ist das auf jeden Fall ziemlich stark. Ansonsten ist das nicht so gut, was hier drin ist, aber kann man sich überhaupt nicht beklagen. Das kann eigentlich gerne so weitergehen. Ich nehme das alles einfach mal mit in den Verein. Das können wir auf die Transferliste packen und den können wir dann mal eben abstoßen. Also wenn das so weitergeht, können wir, glaube ich, einen ziemlich erfolgreichen Start hier machen, was diese Rewards angeht. Nächstes Mal
Wenn ihr möchtet, können wir auch noch die letzten Spiele reinschneiden. Das habe ich jetzt in dem Fall nicht, weil ich diese natürlich hier aufbewahrt habe. Deswegen die aktuellen Squad Battles laufen noch. Aber das können wir nächstes Mal gerne machen. Gebt dafür einen Daumen nach oben und schreibt es gerne mal rein. Wir machen weiter mit dem Jumbo Premium Gold Set. Mal schauen, vielleicht ist ja wieder was Gutes dabei. Bisher läuft es ziemlich gut. Und auch diesmal ist es wieder ein Brettspieler. Es ist zwar immer noch kein Inform, aber Italien. Und es ist Buffon. Der erste Walkout hier. Gianluigi Buffon. 89er Bewertung. Und der ist tradable, also ziemlich geil. Es könnte eigentlich im Moment überhaupt nicht besser laufen. Und diese Squad Battle Rewards sind ziemlich geil. Also ich habe bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht. Deswegen lohnt es sich auch unglaublich, diese zu spielen. 89er Buffon. Wobei ich glaube nicht, dass der so viel wert ist wie Dele Alli, aber... Und Carrasco noch, der ist auch, glaube ich, ordentlich was wert. Also Buffon ist, ja, 40, wenn es hochkommt. Ja, 40 vielleicht ein bisschen drunter. Aber das ist doch ganz gut. Das nehmen wir mal mit. Den packen wir mal auf die Transferliste. Carrasco können wir nochmal kurz nachschauen. Der vielleicht auch so für 10 weggeht. Na, ja doch, 10.000 kann man, glaube ich, mitnehmen. Packen wir mal auf die Transferliste. Und den Rest nehmen wir mit in den Verein. Beziehungsweise packen wir auf die Transferliste. Also wir haben bisher richtig starke Spieler gezogen. Jetzt wollen wir mal schauen, dass es auch so weitergeht. Ich würde mal sagen, wir machen als nächstes das seltene Goldset auf 12 Objekte. 12 seltene Goldobjekte. Das sind natürlich nicht alle Spieler, aber mal schauen, was dabei rumkommt. Ist auf jeden Fall wieder ein Brettspiel, das läuft richtig gut. Argentinien, ZOM. Banega, gut, das ist in Ordnung. Kann man sich wirklich nicht beschweren. Aber ich glaube, der wird nicht mehr wert sein als 2000 oder 3000. Bernardeschi, Sinclair, Costa. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwas wert sind. Bernardeschi vielleicht am ehesten. Hat 3000. Nicht mal. Kann man auch die Transferliste nehmen. Und Banega kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Nicht mal 2000, also den nehme ich dann mit in den Verein, weil das lohnt sich nicht. Bernardeschi kann man verkaufen, ansonsten nehmen wir die alle mal mit. Und kümmern uns um das nächste Set. Ich würde sagen, 4 haben wir noch, wir machen ein Megaset auf, dann haben wir noch von jedem einen. Und das letzte Megaset war mal richtig gut, da haben wir Buffon drin. Diesmal ist es nicht mal ein 83er. Deswegen ist Chile... auch nicht gut. Medell geht, glaube ich, für nichts weg. Deswegen lohnt sich wahrscheinlich auch nicht, den draufzustellen. Volland hatte ich schon mal gespielt, habe ich wieder verkauft. Der ist, also mit dem komme ich überhaupt nicht zurecht. Ansonsten ist hier nichts Wertvolles drin. Ein paar Fitnesskarten, Positionskarten, aber das lohnt sich nicht wirklich. Aber ich finde, wir haben eigentlich schon, selbst wenn jetzt nur noch Mist kommt, ziemlich guten Gewinn gemacht. Machen wir ein Premium Goldspieler Set weiter. 12 Spieler, 3 selten und alle Gold. Von daher kann man hier schon was erwarten, ist aber wieder kein 83er. Und einer aus der russischen Liga, Ivanovic, 82er wieder knapp dran. Aber gut, wie gesagt, man kann sich wirklich nicht beklagen. Deulofeu könnte vielleicht was wert sein, aber der hat ja auch schon, glaube ich, eine Inform bekommen. Nee, der ist auch nichts wert, deswegen lassen wir das mal. Kommt einfach mit in den Verein. 2 Sets noch. Wir machen erst das Megaset auf, dann das seltene Megaset. Und ein 83er könnte dann doch noch drin sein, also das wäre noch ganz schön. Vielleicht der jetzt im Megaset. Und es ist wieder ein 83er. Und er ist sogar jetzt ziemlich gut. Ziemlich gut. Bei Yi. Mal schauen, was der wert ist. Ich glaube, der wird ziemlich oft für die Weekend League benutzt. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, den zu verkaufen.
Der ist ja richtig. Oha. 45, 30, knapp über 30, wenn ich das jetzt mal so. 34.000, das lohnt sich ja richtig heute. Den nehmen wir auf jeden Fall mal auf die Transferliste. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts Besonderes drin. Könnte man alles einfach mal in den Verein packen. Juan Fran noch, Klopp. Der könnte sicherlich auch noch für 500 oder so weggehen. Ich glaube, Juan Fran ist nichts wert. Packen wir trotzdem auf die Transferliste und Klopp auch. Und den können wir abstoßen. Das sind schon einige Coins, die wir hier gemacht haben. Und ich würde sagen, mit dem letzten Set könnten wir dann doch nochmal einen 83er bekommen. Das würde irgendwie dazu passen. Selten ein Megaset, das eigentlich noch besser sein sollte. Und es ist auch wieder ein 83er. Könnte gerne ein Walkout sein. Brasilien, Stürmer. Ah, okay. Portugiesische Liga ist dann direkt klar, dass es kein Walkout werden kann. Und ich glaube auch ansonsten wird da nichts Wertvolles drunter sein. Das eigentlich teuerste Set war jetzt hier am schlechtesten. Ja, ich glaube, da ist nichts Besonderes drin. Ein paar Trikots. Ja, bringt nicht so viel. Ein paar Duplikate können wir dann noch verkaufen. Die werde ich mal am besten einfach alle auf die Transferliste packen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze zu spielen. Also, das waren ja jetzt natürlich nicht nur die Squad Battles, das waren auch SBCs. Aber ich glaube, die besten Sets, die waren von den Squad Battles. Und was wir hier gezogen haben, Carrasco, Juan Fran, Bailly, Buffon, Dele Alli ist schon ziemlich stark. Dafür, dass es eigentlich alles nur Offline-Sets waren, die wir uns offline erspielt haben. Und ich kann ja mal kurz zeigen, was ich sonst noch so in den Rewards gezogen habe. Da hatte ich nämlich schon zum Beispiel, hier auf der Seite ist er nicht, aber hier Semedo Wants to Watch habe ich gezogen und ich hoffe natürlich, dass er irgendwann nochmal den Form bekommt, weil der ist eigentlich schon so ziemlich gut. Und ich weiß gar nicht, ob der im Moment so viel spielt. Der Preis sinkt auf jeden Fall, deswegen behalte ich ihn auf jeden Fall. Aber das lohnt sich auf jeden Fall und auch den habe ich schon gezogen aus der französischen Liga von Montpellier. In Inform kann man sich wirklich nicht drüber beschweren, was man da so bekommt. Ich finde, die Belohnungen sind eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, viel zu gut dafür, dass man nur offline spielt. Die aktuellen Squad Battles laufen noch. Da stehe ich im Moment bei Gold 1, aber ich habe heute noch nicht gespielt, deswegen werde ich sicherlich auf Elite 3 kommen. Elite 2 wahrscheinlich noch nicht. Aber das kann ja noch was werden. Denn, wie gesagt, noch 3 Tage zu spielen und heute habe ich ja noch gar nicht meine Squad Battles gemacht. Ja, ich würde sagen, das lief auch gar nicht mal so schlecht. Können wir durchaus öfter machen, wenn mir das auch so viel Glück bringt. Dann können wir das gerne jede Woche machen. Allein für Buffon und Dele Alli und Bailly hat sich das ja schon auf jeden Fall gelohnt, selbst wenn es nur einer von denen gewesen wäre. Auf jeden Fall, freut mich auf jeden Fall, dass wir so viel Glück hatten und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Squad Battles oder auch Karriere. Also bis dann, ciao.